Hallo, willkommen bei Kalte Füße. Heute geht es um Geschichte. Voll interessant, wirklich. Übelst. Ihr solltet dranbleiben. Es ist richtig interessant. Richtig interessant. Aber so richtig. Als ich das Angebot bekommen habe, nach Tate zu gehen, hatte ich wirklich absolut gar keine Ahnung, was mich hier erwarten würde oder was überhaupt Estland ist oder überhaupt die Stadt Tartu, wo die liegt. Ich hatte gar keine Ahnung davon. Und so wirklich habe ich auch erst gemerkt, wo ich gelandet bin, als ich auch wirklich da war. Und zum Beispiel merkt man auch ganz schnell, dass man, wenn man die Sprache lernt, Estnisch, dass ganz viele Worte sich wie im Deutschen anhören oder vielleicht sogar aus dem Deutschen entlehnt sind. Und da fragt sich natürlich, okay, wenn die aber aus dem Deutschen sind, was haben dann die Deutschen mit Estland zu tun oder mit dem Baltikum allgemein? Und dann merkt man zum Beispiel auch, dass manche noch sehr, sehr deutsch klingende Namen tragen oder dass es halt viele Persönlichkeiten gibt, die hier irgendwie gewirkt haben, die selber auch Deutsche waren. Genau, deswegen habe ich mich entschieden, einfach mal zu schauen, okay, woran liegt das eigentlich? Dieser deutsche Einfluss, habe ich herausgefunden, der stammt aus einer sehr, sehr turbulenten Zeit. Aus der Zeit der Deutschspalten. Es kann sein, dass euch das Wort jetzt irgendwie bekannt vorkommt. Mir zumindest ging es so, Deutschspalten, okay, habe ich schon mal gehört, aber ich weiß jetzt nicht so genau, wo ich das zuordnen soll oder was das genau damit auf sich hat. Ich werde in diesem Video jetzt vor allem auf den estnischen Teil eingehen, weil ich natürlich jetzt auch lettisch machen könnte, aber das ist dann echt krass viel. Es ist ja ohnehin schon viel, also mal sehen, wie das so wird. Tatsächlich führt dieses Deutschspaltenwort zurück bis ins 12. Jahrhundert. Zu dieser Zeit gab es nämlich die Schwertritter und die hatten von dem Bischof einen Auftrag, da im Baltikum, da könnte man mal ein bisschen missionieren und ein paar neue Christen gewinnen, hättet ihr da Bock? Tja, und gesagt, getan, die Schwertritter haben gesagt, ja, missionieren klingt super, gehen wir mal los und ziehen ab ins Baltikum. Welchen Bereich haben sie denn jetzt erobert? Einmal Estland, dann hatten wir Livland und Kurland. Also das sagt euch jetzt vielleicht nichts, ich kann es euch aber erklären. Also wenn man sich die zwei heutigen Länder Estland und Lettland vorstellt, dann ist oberhalb Estland und darunter ist Lettland. Und das damalige Estland war eigentlich nur die nördliche Hälfte vom heutigen Estland. Darunter kam Livland. Das besteht eigentlich aus dem Süden von Estland und dem Norden von Lettland. Das war Livland. Und unter Livland war noch das Kurland. Da sind die Schwertritter hingegangen und wollten missionieren und so ein bisschen die Herrschaft an sich reißen. Das wollten sie auch mit Litauen versuchen, hat aber irgendwie nicht so gut geklappt, weil da war so schon so ein polnischer König an der Herrschaft und der hat sich dann irgendwie Litauen auch noch an Polen rangezogen und dann war das alles ein bisschen kritisch. Und die Schwertritter haben dann gesagt, na gut, dann lassen wir halt Litauen sein, dann gehen wir halt nach Lettland und Estland. Oder Livland, Kurland und Estland. Dazu muss man sagen, dass es zu der Zeit auch noch einen deutschen Orden gab. Das war so eine klösterliche Gemeinschaft, nur halt irgendwie viel größer. Und dann haben die Schwertritter gesagt, naja gut, wir verbinden uns einfach mit dem deutschen Orden und dann können wir da so gemeinsam missionieren und alle irgendwie zum christlichen Glauben bringen. Als sie dann quasi alles erobert hatten und gesagt haben, jo, das gehört jetzt alles uns, da sind die ganzen VIPs dann aus Deutschland gekommen. Das heißt Society-Leute da vom Adel und von irgendwelchen Gutshöfen ab nach Estland und haben sich da so das Land ergattert. Haben gesagt, okay, das ist jetzt unseres, läuft. Hier baue ich mein fettes Schloss hin oder meinen geiler Gutshof und dann. Sie haben damit quasi dann diese Letten und Esten alle in die Knie gezwungen und haben gesagt, jo, also wir sind jetzt die Herrscher und ihr könnt alle Bauern sein und werdet für uns jetzt die Kartoffeln irgendwie aus dem Boden rausziehen. Oberschicht und Adel bestand aus Deutschen. Und dann gab es eben die Unterschicht, die Bauern und die Sklave wäre jetzt zu hart, aber die waren schon manchmal hart an der Grenze zu Sklaven, die dann irgendwie aus Lettland und Estland kamen. Es war so, dass es in den Hauptstädten dann durch die Zuwanderung ungefähr 40% mehr Leute gab, durch die Deutschspalten. Allgemein gesehen in ganz Lettland und Estland ging dieser Prozentsatz nie über 10%. Also die großen Städte, die ich damit meinte, das waren vor allem Reval, Dorpat und Riga. Riga wird euch wahrscheinlich was sagen, Reval und Dorpat vielleicht nicht. Also Reval ist der deutsche Name für Tallinn und Dorpat ist der deutsche Name für Tartu. Das waren dann die Deutschspalten. Und durch diese Dominanz der Deutschen und diese Machtübernahme haben die Deutschen 80% des ganzen Landes
von Estland und Lettland eingenommen. Also das Land, was sie eben bewirtschaftet haben, die Esten und Letten, haben sie eingenommen und für sich beansprucht, waren auch natürlich abhängig von denen. Tja, also im 12. Jahrhundert hat man dann erstmal entlang dieser Küste langsam so christianisiert und ihnen so ein bisschen den katholischen Glauben einverleibt. Irgendwann hat man dann das gesamte Gebiet auch gehabt. Und dann auch ins Landesinnere sind sie vorgedrungen. War eben so, dass jetzt in Estland es die Deutschen gab, die ein Gebiet erobert hatten, aber auch zum Beispiel Schweden hatte den Norden mehr erobert. Also das, was damals als Estland galt, hat dann Schweden erobert. Und es gab auch Teile, die Dänemark irgendwie zugehörig waren. Also die skandinavischen Länder haben sich da auch bedient. Und um ihre Macht zu demonstrieren, haben sie dann angefangen, verschiedene Steinburgen zu bauen und Kirchen zu errichten und Kapellen. Die Deutschen haben aber auch verschiedene Praktiken ins Land gebracht oder verschiedene Traditionen, Berufe, die weitestgehend auch von der Bevölkerung angenommen wurde, von der estnischen. Man muss dazu sagen, dass die Kirchen und Kapellen, die da auch gebaut wurden, dann auch nach und nach im Zentrum standen. Zuerst war der Gottesdienst immer auf Latein und eigentlich die wenigsten konnten lesen oder schreiben. Und dann irgendwann gesagt, ja, okay, also eigentlich kann hier keiner Latein und vielleicht ist es auch ganz cool, wenn die wissen, was darin gebetet wird. Deswegen lass mal auf Estnisch übersetzen. Die Deutschen haben sich mit der Bevölkerung auch weitestgehend auf Estnisch unterhalten. Die Verwaltungssprache und die Amtssprache war alles aber auf Niederdeutsch. Und daher ist es auch der Fall, dass im Estnischen manchmal Worte sind, die interpretiert waren aus dem Deutschen. Ja, das ging dann so lange weiter, bis eines Tages Martin Luther kam und sich sagte, ich nagel hier jetzt mal meine Thesen an, mal schauen, wem das so gefällt. Das ist Sachen hier an Estland vorbeigegangen, die haben das auch gemerkt. Oh, Martin Luther, ne? Kennst du, oder? Ja, schon. Eigentlich ein ganz nicer Dude, oder? Ja, schon. Ja, die Thesen, ne? Hat der ja aufgeschrieben und so und festgenagelt. Ja, schon. Okay, eigentlich ganz geil, oder? Wollen wir nicht auch? Also, ja, warum nicht? Ja, komm, lass konvertieren. Cool. Ab geht's, Reformation. Dann haben sich die Leute so Anfang, Mitte des 16. Jahrhunderts gedacht, so in Litauen war es halt so, dass sie sich gesagt haben, so, nö, Leute, also, wir haben da gerade keinen Bock drauf. Macht ihr euer Ding, wir bleiben Katholiken. Nach der Reformation ist halt aber irgendwie auch der Deutsche Orden irgendwie so auseinandergeploppt. Nachdem der Deutsche Orden auseinandergefallen ist, war das mit der Herrschaft auch wieder schwierig. Das hat sich dann alles so ein bisschen gewandelt, Ende des 17. Jahrhunderts. Hat es halt Polen geschafft, so Ende des 18. Jahrhunderts, irgendwie so zu sagen, na gut, dann könnt ihr jetzt halt zu uns, ne? Wobei dann nämlich der große Nordische Krieg kam und dann die Russen auf der Matte und dachten sich, naja, so ein bisschen Livland wäre schon nice. Und dann hat Russland quasi Livland irgendwie eingenommen. Und die Deutschspalten waren aber immer noch da. Und es war aber kein Problem für die, also, weil die Russen haben gesehen, boah, die leben hier eigentlich ganz cool. Die sind so voll reich und haben voll viel Geld, hier haben coole Häuser und voll viel Land. Ja, also wenn wir da mitmachen dürfen, dann ist es schon okay für uns. Allerdings muss man sagen, trotz dass die Russen da waren, hatten die Deutschspalten immer noch sehr viel Einfluss. Also die hatten einfach diesen Status, den sie einfach nicht sofort verloren haben. Den konnten sie auch weiter ausleben und irgendwie haben sich die Russen und die Deutschen dann auch so respektiert gegenseitig und da war das gar kein Problem. Also immer mehr Russen sind dann auch reingekommen und wollten natürlich da auch leben und so ein bisschen, ne? Und dann war es so, dass Ende des 19. Jahrhunderts die Situation sich nochmal geändert hat, weil nochmal ein ganz großer Schwung Russen rüberkam nach Estland. Und da haben dann auch die Esten angefangen so zu denken, so, Alter, was geht eigentlich hier ab? Ohne Spaß. Also hier haben wir die Deutschen und die Russen, die sind alle in unserem Land und sagen uns, was wir machen sollen. Da haben sie ein bisschen Beef angefangen, weil sie dann dachten, boah, jetzt sind hier Russen und Deutsche und wir sind so in der Mitte und irgendwie sagen die uns die ganze Zeit, was wir machen. Und das, warte mal, 13., 14., 15., 16., 17., 18. Jahrhundert. 600 Jahre lang schon sagen die uns, was wir machen sollen. Die waren es dann einfach satt. Guter Einfall, so nach 600 Jahren. Es haben sich in ganz Europa zu der Zeit aber nationale Wellen entwickelt. Also es gab überall irgendwie polarisierende Vorfälle und so weiter. Kurzerhand führte das dazu, dass die Russen die Deutschen und umgekehrt eigentlich gar nicht mehr so geil fanden. Also dass sie sich dann doch nicht mehr so einig waren. Haben die Russen gesagt, na gut, wir würden sagen, wir legen jetzt einfach mal Russisch als Amtssprache fest. Ist jetzt auch genug, ne, mit dem Deutsch. Darauf hatten ganz viele Deutschspalten keinen Bock mehr und haben einfach gesagt, gut, wenn das so weit geht, dann wandere ich auch wieder zurück ab nach Deutschland. Also die Deutschen waren wieder deutlich in der Minderheit auf jeden Fall.
Das mit der Amtssprache galt übrigens auch für die Universität. Also vorher hatte man an der Universität zuerst Latein, weil das üblich war, und dann Deutsch danach und am Ende dann jetzt Russisch eingeführt als Unterrichtssprache. Ja, und Anfang des 20. Jahrhunderts kam dann der Erste Weltkrieg. Da haben sich die Deutschen dann gedacht, mal sehen, ob wir nicht wieder einen Teil von Lettland oder Estland zurückgewinnen können. Das wäre doch eine super Sache. Ist leider gescheitert. Haben nämlich dann am Ende im Endeffekt alles oder fast alles an die Russen verloren. Und der Erste Weltkrieg hat nahezu jede Privilegien zerstört, die sie sich irgendwie aufgebaut hatten. Und es gab viele Kämpfe und Ausschreitungen danach noch, sodass sie eigentlich gar nicht mehr ihr Ansehen hatten, was sie vorher hatten, die Deutschen. Und so haben die Deutschen eigentlich weniger gegen die Sowjetunion gekämpft, als im Endeffekt gegen das Baltikum selbst. Die Esten haben das dann auch geschafft, sich von der Sowjetunion unabhängig zu erklären. Und die haben es dann auch geschafft, eine Bodenreform ranzubringen, sodass sie ihr ganzes Land wieder zurückgewinnen konnten, was sie ja im 12. Jahrhundert an die Deutschen verloren hatten. Und das führte wiederum zu einer Auswanderungswelle, sodass am Ende nur noch 1,6% in Estland und 3,3% in Lettland an Deutschbalten übrig war. Auch wenn die Esten noch gesagt haben, naja, es ist jetzt alles blöd gelaufen und so, aber wir geben euch die Chance, dass ihr trotzdem hier bleiben könnt, dass ihr trotzdem eure Autonomie behalten könnt. Aber eben, ihr seid jetzt in der Minderheit und ihr seid nicht mehr in der Macht. Aber das hat halt den Leuten nicht gefallen, dann sind sie wieder zurück nach Deutschland. So, und geendet hat dieses ganze Deutsch-Balten-Ding mit dem Friedensvertrag zwischen Deutschland und der Sowjetunion im Jahre 1939. Jetzt denkt ihr euch bestimmt, 1939, das ist ja schon ziemlich nah am Nazi-Deutschland dran. Das stimmt. Die Nazis hatten da längst ihre Finger drin. Okay, die haben dann gesagt, die Deutschbalten, die so besonders arisch und wertvoll sind, die wollen wir hier natürlich nicht im Baltikum haben, sondern bei uns. Bringt die mal weg vom Baltikum und bringt die irgendwie da nach Preußen irgendwo hin. Wer dann Estland und Lettland verlassen hat, der hat dann auch automatisch die estnische oder lettische Staatsbürgerschaft abgegeben, also verloren. Rein Deutscher nur noch. Alle anderen, die im Baltikum geblieben sind, die nicht ja, zurückgekommen sind, die haben automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft verloren. Jetzt musste man sich quasi entscheiden, wo man dazugehören wollte. Entweder zu unserem Teufelsfreund Hitler oder zu unserem kommunistischen Diktator Stalin. Da haben sich die meisten eigentlich schon für Hitler entschieden, haben gesagt, naja, was soll ich denn jetzt eigentlich noch machen? Ich gehe halt wieder, ne, Deutschland ist irgendwie die nächste Lösung. Die anderen, die sich zuerst für Stalin entschieden hatten, die haben dann spätestens 1944 gemerkt, okay, ich gehe doch wieder nach, ja, tschüss, ich bin Deutsche. So, und sind dann auch wieder abgewandert. Das war im Großen und Ganzen so die Geschichte der Deutschbalten. Das hat jetzt eigentlich ziemlich lange gedauert, ich weiß. Aber wie sieht es denn aus mit den heutigen Deutschbalten? Gibt es da noch welche oder wie ist das? Diese ganze deutsch-baltische Sache ging insgesamt 700 Jahre. Das ist wirklich sehr, sehr lange. Aber heutzutage muss man sagen, dass es eigentlich in Estland oder im Baltikum in sich nicht mehr wirklich Deutschbalten gibt, da die ja alle irgendwie mehr oder weniger dazu gezwungen waren zu gehen. Natürlich hätte man danach, nach diesem ganzen geschichtlichen Ereignis oder Ereignissen wieder zurückkommen können, aber die meisten sind tatsächlich in Deutschland geblieben. Es gibt aber auch Neuzuwanderungen, die jetzt aber nicht deutsch-baltischen Stammes sind. Eine berühmte Persönlichkeit aus Deutschland, die auch deutsch-baltischer Familienherkunft ist, ist der liebe Eckart von Hirschhausen, der Doktor. Der Arzt und Komiker. Ihr kennt vielleicht der eine oder andere. So was haben wir noch für deutsch-baltische Hinterlassenschaften. Ich habe es am Anfang schon gesagt, die vielen Herrenhäuser, die sie zurückgelassen haben, die vielen großen Häuser und Gutshöfe mit sehr viel Wohlstand. Auch ganz viele architektonische Gebäude, vor allem hier in Tartu. Beispielsweise das Hauptgebäude der Universität oder auch von dem deutschen Architekten Johann Wilhelm Krause geplant und entworfen, sowie auch mehrere andere Gebäude der Universität. Auch das Rathaus in Tartu ist entworfen worden von dem Deutschen Johann Heinrich Bartholomäus Walter, wenn ich mich recht erinnere. Der war auch Deutscher.
Welche Überraschung. Es hat sehr, sehr viel deutschen Einfluss und auch wie in der Sprache beispielsweise, wie ich schon angekündigt hatte. Man kann wirklich sagen, dass die Deutschbalten zur estnischen Geschichte natürlich dazugehören. Ich meine, 700 Jahre, die lassen sich jetzt auch nicht einfach so was drängen. Naja, ich hoffe, dass es zumindest ein bisschen interessant war für euch, dass ihr mir folgen konntet und dass es irgendwie euch auch interessiert hat oder vielleicht euch noch mehr interessiert und ihr zu dem Thema liebst noch mehr lesen wolltet. Und ich muss dazu sagen, dass es auch wirklich sehr komprimiert ist. Also es gibt natürlich noch 1000 andere Zweige in der deutsch-baltischen Beziehung. Aber da das Video sowieso schon so ewig lange ist, belasse ich es jetzt hierbei. Dann bis zum nächsten Mal und ganz, ganz liebe Grüße an die Mama.